ist der DWZ Newsroom heute am Dienstag. Aus der Redaktion ist Birte Hansen-Höche da. Hallo. Hi. Heute bist du wieder unterwegs, also zumindest im Einzelhandel. Du schaust nach, was es alles gibt. Na, das haben andere Leute vor mir getan und ich gucke, was die dann herausgefunden haben. Ja. So rum. Genau, so rum. Da gibt es natürlich verschiedene, ja, auf den Verkaufsflächen werden verschiedene Waren angeboten. Jetzt hat man geguckt, von welcher Ware es wie viel gibt oder wie versteht man diese Studie? Die haben, also es ist eine Studie, die von der Stadt Hameln in Auftrag gegeben wurde und die haben geguckt, wie viel, ja, so wie du es gesagt hast, die haben gemessen, die haben Leute befragt, wie groß die Verkaufsfläche zum Beispiel für Bekleidung ist in Hameln. Und die haben einmal Gesamthameln untersucht, aber dann auch die verschiedenen Standorte, die wir ja noch haben. Ne? Altstadt als Hauptanziehungspunkt sicherlich, aber auch Böcklerstraße und es gibt zum Beispiel, das hatte ich so noch nicht gesehen, das TÜV-Dreieck ist zum Beispiel auch ein Standort. Da hinten, wo Lidl ist, so Richtung da im Kleinberg, gilt auch noch als ein Standort. Und all diese Werte wurden zusammengefasst und du schaust dir an, wovon gibt es denn am meisten, können wir schon sagen? Bekleidung. Bekleidung ist eindeutig die größte, das größte Sortiment. So, das sind irgendwie fast 65 Sortimente, die da gezählt wurden. Bekleidung nimmt den größten Teil ein. Und der kleinste, kannst du es auch sagen? Der habe ich gerade gesehen. Waffen ist es in der Altstadt. Für Gesamt weiß ich es gar nicht genau. Soll ich nachgucken? Nö, schreiben wir morgen. Genau, gucken wir einfach morgen gemeinsam in die Zeitung oder online auch früher auf dwz.de, was zwischen Bekleidung und Waffen alles noch so in der Hamelner Innenstadt zum Verkauf angeboten wird. Die Studie von Birte Hansen-Höche dann morgen verschriftlicht in der Zeitung. Dankeschön erstmal. Gerne. Und falls ihr auch irgendwie eine Meinung dazu habt, unten gerne in die Kommentare. Bis morgen. Bis dahin.